Ja, herzlich willkommen bei unserer Montagsrunde. Gerrit und meiner Wenigkeit wieder dabei. Sonst. Und ja, wir sprechen heute, ich gucke mal auf meinen Spicker nebendran. Ich weiß, über was wir sprechen, aber ich möchte über den Titel nochmal nennen, weil er so schön ist. Individuelles Webdesign unterstützt Markenaufbau plus vor Ort Verkauf beim Gartentechniker. Sie dürfen mal raten, wer sich den hat ausgedacht. Und vorab sage ich noch, damit ich es nicht wieder vergesse, es gibt neue Webinare, die Termine kommen heute noch auf Facebook und spätestens morgen auch nochmal in den Newsletter, den Sie bekommen und können nochmal schauen, ob was Interessantes für Sie dabei ist. Immer mittwochs 14 Uhr. Genau. Jetzt apropos, haben wir wer da gerade die ganze Zeit redet und sich nie vorstellt, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, das müssen wir mal korrigieren. Das ist übrigens Michael Winsemann und ja. Nicht unsere Wenigkeit. Und auch so, euer Your Highness ist das. Genau. Und den Titel habe übrigens auch nicht ich mehr ausgedacht, sondern das vielleicht auch mal so als kleine Randbemerkung an dieser Stelle. Den Titel von unseren Videos, den denkt sich immer Google aus. Genauer gesagt denken sich die Nutzer von Google diese Titel aus, weil wir die natürlich Suchmaschinen optimieren. Also wir wollen halt mit gewissen Begriffen gefunden werden und deshalb gucken wir dann halt, welche Begriffe in welcher Kombination von Google-Nutzern gesucht werden. Und so heißen dann unsere Videos. Das ist also keine Zufälligkeit, sondern es klingt manchmal ein bisschen komisch, aber es ist halt hilfreich. Und was aber auch ganz gut ist, weil wir uns an den einzelnen Begriffen, jetzt Schlagwörtern dieses Titels entlanghangeln können tatsächlich, ist nämlich zuerst mal individuelles Design. Wir haben jetzt ja schon, muss man auch schon wieder sagen, es ist ja länger her, komplett auf WordPress umgestellt. Und in der ersten Phase haben wir, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, hatten wir mal so schöne Webseiten, deren Design hieß wie Fresh, Handmade, American und sonst noch was. Also es gab so 4, 5 Stück. Das war irgendwann mal weg und wir haben erstmal auf WordPress umgestellt. Und das ist relativ standardisiert über alle hinweg, es sei denn, der ein oder andere hatte da schon eine Idee und gleich mitgebracht. Die Seiten sahen dann relativ ähnlich aus, aber ich hoffe, dass damals auch schon oder allerspätestens heute sollten Sie, deswegen machen wir das Video auch nochmal, wissen, dass das kein Zwang ist. Ne? Also das ist, Sie können jederzeit ein individuelles Design haben. Und das haben wir bei vielen Motoristen auch schon umgesetzt. Und was wir auch schon in der Vergangenheit oft gesagt haben, ist, dieses individuelle Design kann umgesetzt werden von Ihnen selbst, wenn Sie Zeit und Muße dazu haben. Es kann umgesetzt werden von jemandem bei Ihnen vor Ort, einer Agentur, die mit WordPress arbeitet. Das tun die meisten. Oder eben von uns. Und ich muss übrigens immer sagen, was mich am meisten freut ist, wenn ich heute angesprochen werde und sage, ist die Website von dem Händler eigentlich auch von euch? Das ist meine Lieblingsfrage, da freue ich mich jedes Mal und erkläre dann, ja, die ist auch von uns, sieht man gar nicht, oder? Sieht man gar nicht, genau. Und wir wollen heute auch einfach nochmal ein paar Seiten zeigen, die wir auch immer individuell vorstellen, wenn dann eine neue Seite online geht und ich schmeiße dann jetzt erstmal direkt auf eine. Lass uns noch einen Moment darüber sprechen, warum wir das machen. Mach schon mal auf. Die Individualisierung ist wirklich, wir haben es oft genug besprochen, aber sie ist mega wichtig für Sie. Ich weiß, dass viele Motoristen mit dem Thema Marke immer noch ein bisschen fremdeln, aber ich sehe auch, dass immer mehr Gartentechniker anfangen, sich schon klarer zu positionieren, auch mal ihr Logo überarbeiten, das alles ein bisschen cleaner machen, sodass man als Marke auch dann wahrgenommen werden kann vor Ort. Und ich kann nur sagen, das ist absolut mega wichtig, weil Sie stehen halt in einem Wettbewerb vor Ort zu anderen Händlern, natürlich auch zu Anbietern wie Obi und Co., wobei wer dahin geht, ist letztlich eh verloren. Und Sie stehen im Wettbewerb natürlich im Internet mit all den anderen Anbietern, die da ähnliche Produkte und Leistungen anbieten, vor allem halt Produkte. Und das Einzige, womit Sie sich, wenn es um das Produkt geht, wirklich abgrenzen können, das ist Ihr Name, das ist Ihre Marke. Und deshalb, die müssen Sie sauber kommunizieren heute, weil es heute noch viel wichtiger geworden ist als vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Und Sie wissen selbst, schon in den 80ern oder 90ern wurde darüber geredet, dass Motoristen als Marke vor Ort wahrgenommen werden müssen und an ihrem Markenaufbau arbeiten müssen. Heute ist das absolut wichtig, absolut wesentlicher Bestandteil, damit Sie verkaufen können. Sie müssen klar unterscheidbar erkennbar sein. Und
da hilft die Website natürlich am meisten, weil da haben sie die höchste Reichweite. Da gucken am meisten Menschen drauf, mehr als bei ihnen vor Ort vorbeigehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist gerade jetzt noch mal wichtiger geworden zu Corona-Zeiten. Ich sehe viele lokale Unternehmen, die jetzt auch mit dem Angebot ihrer Webseite werben und sich eigentlich darüber überhaupt noch über die Runde bringen, weil welche Möglichkeit haben Sie denn noch, mit Ihren Kunden zu kommunizieren, wenn Ihr Geschäft, wenn Ihr Restaurant geschlossen ist, Sie vielleicht liefern können, oder ist generell halt die aktuellen Beschränkungen nicht zulassen, dass so viele Kunden ins Geschäft kommen und das eigentlich halt schwierig wird und so oder so die meisten einfach nur noch zu Hause bleiben und schauen, naja, was brauche ich denn, wo kriege ich es denn her? Und da ist die Webseite natürlich Ihr Schaufenster. Ich habe, ich habe jetzt ein paar Seiten aufgemacht und würde einfach mal meinen Bildschirm teilen. So, ich nehme einfach gerade mal den gesamten Bildschirm und mache das hier aber einfach mal groß. So. Sie sehen, da sind ein paar Tabs schon geöffnet, weil das sind so die Webseiten der letzten Zeit. Und ich fliege nur mal drüber. Es gibt natürlich da Ähnlichkeiten und wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Es gibt halt so, wie man so schön sagt, so ein bisschen State of the Art. Also, dass eben irgendwie oben die Telefonnummer ist, das Logo und dann das Menü kommt und dann ein Banner. Also so sieht aktuell eigentlich fast jede Seite aus. Und es hat ja auch was damit zu tun, dass diese Seiten auch überall funktionieren soll. Also sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Handy, als auch auf dem Tablet. Und da hat sich halt einfach eine gewisse Struktur eingebürgert. Und ich meine, man ist ja auch, es gibt ja auch die Macht der Gewohnheit. Es hilft einfach auch dem Nutzer, sich zu orientieren. Aber klar, fangen wir mal bei den Farben und bei dem Logo an. Das sieht natürlich ganz anders aus als bei vielen anderen Händlern. Und das sollte natürlich auch irgendwie alles in dem Layout, in dem Design sich wiederfinden. Und natürlich auch, dass hier Motorgeräte verkauft werden und dass hier ein Ladengeschäft irgendwie vorhanden ist. Und das sieht man hier schon eigentlich auf den ersten Blick. Und da gibt es einen entsprechenden Text. Und hier in dem Fall gibt es noch ein Autohaus, eine Tankstelle. Das soll natürlich auch irgendwie wiederzufinden sein. Unsere Angebote, sogar im Video, die wichtigsten Bereiche. Also das ist individuell. Also ich sehe, aha, hier gibt es eine Tankstelle, hier gibt es eben Motorgeräte. Ah, es gibt eine Werkstatt und es gibt Öffnungszeiten und das ist eben nicht irgendeine Seite, sondern das ist die Seite von der Firma Litzelbauer und hier kann ich auch sehen, was es gibt und dann füttere ich noch Google mit Produktdaten, die hier zu finden sind und das sind schon mal 95% der Miete und wenn man es halt noch intensivieren will, dann geht man halt noch mehr ins Detail und zeigt eben noch mehr Einzelheiten des Geschäfts. Ich finde noch mal kurz, damit das noch mal ganz deutlich wird. Also was halt wirklich wichtig ist, einfach vom Grundsystem her, das Logo, was Sie ja meist schon seit Jahren oder Jahrzehnten benutzen, da ist es vielleicht ab und zu mal gut, dass ein bisschen zu entstauben und vielleicht so viel Kleinkram, der sich drumherum angesammelt hat, was man alles mal mit da draufschreiben wollte, aus allerlei Gründen zu entfernen, damit vor allem ihr Name gut zu sehen ist, so wie hier bei der Firma Litzelbauer. Und dann gibt das Logo halt sehr viele Dinge vor. Das gibt einen gewissen Stil vor, also allein, dass es hier kursiv gesetzt ist, sagt schon eine ganze Menge. Die Farben sind alle verfügbar. Wir haben hier schwarz, rot, weiß und grau. Damit sind die Farben für die Website vorgegeben letztlich, weil es muss dann aus einem Guss kommen. Es kann man natürlich die Gewichtungen verändern, man kann viel mit den Bildern arbeiten etc., aber das sollte sich alles immer wiederholen. Und diese Wiederholung ist halt das, was dafür sorgt, dass beim Kunden das irgendwann hängen bleibt. Das bleibt im Gehirn sauber zurück, schwarz-rot, das ist irgendwie Litzelbauer. Damit fängt es an und so einfach ist es letztlich auch. Nur das muss man halt konsequent machen und deshalb ist es so wichtig, das regelmäßig da unterzubringen. So, jetzt haben wir hier eine ganz andere Farbe. Da sieht man das dann. Das haben wir hier auch, aber das ist auch schön mit dem Bildmaterial. Ergänzt sich das? Das ist natürlich immer nett, wenn das so ist. Das ist jetzt nicht unbedingt Zwang, aber die Farben des Logos finden sich auch hier wieder, zumindest in der Schrift und auch in den Buttons. Also das sind wichtige Elemente, dass man eben da einfach entsprechende Verknüpfungen auch entstehen. Und
Ja, im Footer auch das nochmal übernommen. Das ist einfach eine runde Sache und auch eben ein wichtiges Element, um die eigene Marke da entsprechend größer zu machen. Und man sieht auch so langsam, das ist ja auch das, was du gesagt hast, Gerrit, diese Logos stammen halt noch aus einer Zeit, ja, ich sag mal, das dürfte auch schon ein bisschen länger her sein. Sowas könnte man jetzt ganz anders auch noch in den Webauftritt integrieren, beziehungsweise andersherum denken. Wie würde man eigentlich von der Webseite her dieses Logo ableiten und minimieren? Also da könnte man auch nochmal Ich meine, das einiges. ist ein gutes Beispiel hier. Also was ich hier jetzt empfehlen würde, wobei das auch schon geht. Also hier Ja, sind ja, ja. mir ist jetzt persönlich hier noch ein bisschen zu viel drauf. Also zum Beispiel das GmbH und Co. KG, das würde ich sofort runternehmen. Das braucht kein Mensch. Also das hat keinen Gewinn nach draußen im Marketing. Und das Landtechnik ist halt auch die Frage, ob man das unbedingt drauf haben will oder ob man nicht lieber sagt, ich will, dass die Menschen verstehen, dass wir Kock und Schalk sind. Und ich verkaufe ja eben nicht nur Landtechnik, sondern ich verkaufe Kommunaltechnik, Gartentechnik und ich weiß nicht, was hier noch an Produkten irgendwo damit darunter stehen. Und damit grenzt man sich ja eigentlich eher ein. Viel sinnvoller ist es beim Kunden, das Verständnis aufzubauen. Diese Firma heißt Kock und Schalk und ich weiß, dass die aufgrund der anderen Elemente, die ich auf der Website alle habe, dass die zum Beispiel auch Landtechnik verkaufen. Diese Logos, die alten Logos, wo dann Land- und Gartentechnik und noch Forsttechnik und sowas mit drauf stand, die sind ja entstanden, weil das auf dem Auto stand. Und damals hatte man auch kein schönes, riesiges Foto mit einer Motorsäge und mit einem Traktor auf dem Lieferwagen drauf, sondern da war nur das Logo. So, und deshalb hat man versucht, sehr viel mit dem Text zu arbeiten, damit bei dem Kunden ankommt, so heißen die. Und das ist halt heute nicht mehr erforderlich. Und dann braucht man halt dieses Garten- und Kommunaltechnik auch nicht unten drunter hängen, was in dem weißen Bereich jetzt hier bei diesem Logo auch dann noch relativ unscheinbar wird, sondern man lässt es einfach weg, weil das sieht man ja auf der Website. Also es ist hier gar nicht erforderlich. Also es ist auch nicht untypisch übrigens, dass man sagt, okay, wir haben ein Logo, das verstehe ich hier als Kock und Schalk, das ist das eigentliche Logo. Jetzt kann man darüber reden, brauche ich beide Farben, brauche ich so einen Traktor da drauf, brauche ich die anderen Elemente, aber das kann ich auf unterschiedlichen Medien auch unterschiedlich spielen. Also auf der Website reduziere ich mich zum Beispiel eher auf den Namen. Ich schreibe ja auch über das Geschäft einfach nur meinen Namen hin und nicht noch viele andere Informationen, weil das sehe ich ja unten drunter. Und genau das kann man im Web halt auch machen, während das zum Beispiel auf einem Auto ganz anders läuft. Da muss ich entweder mit Bildern arbeiten oder ich muss dann halt entsprechend tatsächlich Text benutzen, um zu erklären, welche Dienstleistung, welche Produkte gibt es denn da. Noch ein anderes Beispiel, was, glaube ich, mal in eine ganz andere Richtung geht, ist die Firma Simon, die explizit wollte, dass, weil sie eben ein starker Stilhändler sind, dass es eben auch sehr nach Stil aussieht, dass man quasi den Effekt mitnimmt. Das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, klar, das ist für die eigene Markenbildung natürlich ein Ansatz, der da eher etwas schwierig ist. Aber wenn man jetzt den Mitnahmeeffekt der Hauptmarke haben will, ist es natürlich absolut ein gangbarer Weg, den man gehen kann. Man kann natürlich woanders hier im Über-uns-Bereich oder sowas dann natürlich entsprechend diese individuellen Infos, das Persönliche hinterlegen. Das nur so. Man kann natürlich auch diesen Weg gehen. Das ist am Ende natürlich eine Entscheidung des Fachhändlers. Das wird aber mit Sicherheit auch einen gewissen Effekt haben auf die Kunden, die eben auch orientiert sind an einer gewissen Marke und das vielleicht auch an der Stelle so mitnehmen und sagen, wenn ich hier in der Region bin und was mit meinen Stilprodukten habe, dann gehe ich halt zu Simon. Ne? Ich glaube, da ist er ja jetzt auch einer der wenigen, die das in der Art macht. Ich denke bloß, es ist einfach mal ein Beispiel, das auch zeigt, okay, man kann es anders machen. Am Ende, klar, muss man sehen, ob das ja, die eigene Sache ist, ja, ob man das auch wirklich so haben will. Also der Vorteil, den hast du ja schon benannt. Also das ist natürlich, man hängt sich damit an vorhandenes, ja, einen vorhandenen Markenaufbau dran. Das versuchen ja auch viele Händler. Deshalb findet man ja auch gewisse Farben. Also das Blau-Grün gerade kam sicherlich von Deutz. Das Orange jetzt hier kommt sicherlich von Stihl. Und so geht es ja munter weiter. Ja, bei Litzelbauer war es das Schwarz-Rot, Weiß, was halt von Honda kommt und so weiter und so fort. Das ist auch nicht falsch. Man sollte sich nur immer an einer Sache da ganz klar sein. Also
als Eigenmarke tritt man natürlich noch viel stärker auf, wenn man das klar für sich mal definiert hat, sich auch überlegt hat, warum will ich diese Farben nehmen? Da gibt es ja eine ganze psychologische Studie und alles hinter. Also das ist ja nicht, das ist eine Wissenschaft geradezu, warum man welche Farben benutzen kann und warum das dann gut funktioniert oder nicht. Aber selbst wenn man das nicht tut, ist es halt immer noch wichtig, dafür zu sorgen, dass man als Händler differenziert zur Marke aufgestellt ist, weil als Händler machen sie ja Service, sie sind der Dienstleister, sie sind nicht das Produkt. Also das Produkt von Stihl bekomme ich quasi überall, weltweit und überall verfügbar, aber die Dienstleistung, die ich bei dem Herrn Simon bekomme, bekomme ich halt nur da. Also da ist dann halt dann noch wichtiger, diesen Bereich mit entsprechenden Landingpages und so weiter noch zu forcieren, um über den Inhalt dann zu transportieren, dass man halt nicht einfach nur ein Stilableger ist, sondern dass man halt ein eigener Unternehmer ist mit einem ganz eigenen Produktportfolio. Und das sind nicht die Maschinen, sondern das sind die Dienstleistungen. Genau. Dann klicken wir mal weiter, weil zwei, drei Stück habe ich noch. Das ist die Firma Fromhagen. Da gab es auch, sag ich mal, ein Logo auf dem Briefpapier, auch diese Wellenbewegungen irgendwie mit dabei waren. Das kann man dann schön auch mitnehmen. Klar, und hier auch viel, viel Wiese, viel Gras, dass man einfach den Bezug zum Garten hat und vom Ansatz her auch eine andere Idee, das über Kacheln abzubilden und die wichtigen Bereiche hier einfach direkt mit Bildern, mit eigenen Bildern vor allem, sind alles eigene Bilder, hier zu hinterlegen. Und das ist dann schon, also ich will nicht sagen individueller kann es nicht sein, aber schon sehr, sehr individuell. Für jeden Bereich gibt es irgendwie ein Bild aus dem Geschäft und ich sehe eigentlich, okay, da gibt es verschiedene Produkte, klar, verschiedene Dienstleistungen. Hier liegt auch natürlich verstärker der Fokus auf Stihl. Aber es sieht nicht nach Stihl aus, sondern es sieht halt nach Fromhagen, nach dem Team aus. Hier ist direkt auch nochmal eine Stellenanzeige. Also das ist schon mehr fachhandelsbezogen. Und ach, da sieht man auch das Logo, was es dazu gibt. Und genau, nochmal der Markenbereich. Und dass es hier eben auch noch Angebote woanders gibt, kann man gerne machen. Und die QMF-Zertifizierung, das sind schon nochmal sehr, ja, sag ich mal, auch persönliche oder individuelle Merkmale, die auf der Seite von Fromhagen vorhanden sind. Was mir hieran super gut gefällt, ist dieser Bildbereich, weil das ist ganz einfach letztlich. Also das ist keine große Kunst. Man kann natürlich das auch noch professionell fotografieren lassen. Das könnte hier sogar der Fall sein, aber das ist absolut entscheidend. Image, also das Bild, was ich von einem Unternehmen habe, kommt halt viel von den Bildern, die ich da regelmäßig sehe. Deshalb arbeiten Sie unbedingt mit viel Bildmaterial, gerade auch auf der Website. Das ging früher nicht so gut, also jetzt früher wie in den 90ern und vielleicht noch bis in die 2000er rein, als dann der Mobilfunk noch nicht so gut war, also vor UMTS-Zeiten. Aber heute, da arbeiten Sie mit viel Bildmaterial und zwar Bildmaterial aus Ihrem Laden. Nicht irgendwelche Fotos, nicht irgendwelche Stockfotos, die Sie irgendwo kaufen, sondern aus Ihrem Laden. Sie wollen sich präsentieren, Ihre Mitarbeiter müssen zu sehen sein, Ihre Ausstellung muss zu sehen sein, Ihre Werkstatt und so weiter und so fort. Nutzen Sie eigenes Bildmaterial und viel davon. Sie können gar nicht genug Bilder und auch Videos auf die Website packen, damit sich gerade ein Interessent, also ein noch nicht Kunde, der noch nie bei Ihnen war, schon im Vorfeld ein gewisses Bild davon machen kann im Wortsinne und weiß, okay, darauf lasse ich mich ein, wenn ich jetzt 20 Minuten mich ins Auto setze und ärgere mich nicht hinterher, weil all die Sachen, die ich eigentlich haben wollte, gar nicht da waren oder das nicht so präsentiert wird, wie ich mir das vorstelle. Das können Sie alles rausnehmen, zeigen Sie es den Leuten einfach und es ist schnell gemacht. Wenn ein Profi das macht, der kommt bei Ihnen vorbei, der leuchtet es noch aus, dann haben Sie einen Tag verloren, in Anführungsstrichen. Ich meine, der baut natürlich auch auf und so weiter, können Sie weiterverkaufen, aber danach haben Sie halt einfach mega Bildmaterial und das lohnt sich halt, weil der nächste Interessent, der Sie über das Netz findet, sagt, oh, das sieht aber cool aus, da will ich mal hingehen, das will ich mal angucken, ich will die Sachen lieber anfassen, ich will das gar nicht hier im Internet bestellen. Und die Leute da sehen auch nett aus, mit denen will ich mich mal unterhalten. Ja, auch so ein bisschen, sage ich mal, eher kachelmäßig aufgebaut ist die Seite von der Firma Buse vom Ansatz her auch ganz anders, mal ein paar Icons und sowas genutzt für die einzelnen Bereiche. Das finde ich auch sehr interessant. Im Hintergrund sieht man auch entsprechend schon was vom Ladengeschäft und hier auf das sind wir geht, sieht man natürlich noch deutlich mehr.
Hier wurde nämlich so genau so ein Bildmaterial genutzt, von dem du gerade gesprochen hast. Man sieht den Herrn Buse hier nämlich nicht nur einmal, sondern gleich viermal. Also das ist echt ein cooles Shooting, wurde da gemacht, ja, wie er im Prinzip hier an verschiedenen Stellen ist und für alles da ist. Und genau, also das kann man sich auf der Seite nochmal genauer anschauen. Es gibt hier also wirklich gutes Bildmaterial, was wir da verwenden konnten. Und das ist eben das, was hier die Individualität ausmacht, dass man sich hier auch schön auf der Webseite sich mal durchstöbern kann und gucken kann, ja, was ist denn da alles? Und das Ladengeschäft sieht halt auch da top aus. Also das für mich jetzt, wenn ich das so sehe und was in dem Bereich brauche, wäre das auf jeden Fall eine Anlaufstelle für mich, wenn ich eben Wert lege auf Beratung und auch Geräte, die ich nicht nach einem Jahr wegschmeißen muss. Und ich meine jetzt gerade bei dem Herrn Buse, aber das stimmt ja für fast alle Motoristen zumindest, die ich kenne. Der Herr Buse ist halt auch einfach ein Typ. Ja? Also wenn ich den irgendwo treffe, gut, jetzt im Moment, es gab ja so viele Sachen, so viele Veranstaltungen sind ja alle ausgefallen jetzt in diesem Jahr, aber der hat halt eine gewisse Präsenz, den sieht man, ich kann mir gut vorstellen, wie der verkauft. Und das muss man halt auch auf der Website schon zeigen. Also Sie müssen ja daran denken, so gut auch immer Sie vor Ort verkaufen können. Und die meisten von Ihnen sind da wirklich gut drin. Das sehe ich halt auf der Website nicht. Deshalb Bildmaterial. Und der nächste Schritt, Videos. Die Leute müssen ein Gefühl dafür kriegen, sagen, okay, cool, da fahre ich hin, weil das könnte auch ganz nett sein. Also es gibt halt wirklich die Käufer, die ein Erlebnis suchen und die wollen eine schöne Umgebung und die wollen halt auch ein bisschen Entertainment. Und wie gesagt, die meisten von ihnen sind gute Entertainer. Ja? Also das meine ich nicht negativ, sondern sie wissen, wie sie mit Menschen reden sollen und wie sie die auch überzeugen können. Und deshalb zeigen sie denen das. Also machen sie Fotos, packen sie die auf die Website, lassen sie die machen. So wie hier, das ist halt professionelles Bildmaterial. Das wirkt schon sofort super. Das ist gut ausgeleuchtet und klar sagt der Kunde, oh cool, da will ich hinfahren. Das sieht alles schick aus, will ich mir mal live angucken. Und dann vielleicht noch der nächste Schritt, Video machen oder machen lassen, damit das auch rüberkommt. Was sind es für Leute, die da arbeiten, die da im Verkauf, aber auch in der Werkstatt stehen? Also sie haben ja viel Kundenkontakt und nicht nur beim Verkaufen, sondern auch danach im Servicebereich, lassen Sie Ihre Mitarbeiter da mal in Anführungsstrichen auftreten, damit der Kunde, vor allem die Interessenten, die Sie nicht kennen, sich ein Bild davon machen kann. Und da ist natürlich Video noch mal mächtiger als das Bild, aber das Bild ist auf jeden Fall die absolute Grundlage, um die Marke aufzubauen. Ja. Dann gehe ich noch mal weiter zur Firma NECAM. Ja, da sage ich mal auch wieder relativ wie soll man sagen, übersichtlich der Einstieg in die Seite mit entsprechenden Kontaktdaten, Menü, auch ein Banner und natürlich entsprechenden Text, hier auch wieder mehr Icons, um es ein bisschen frischer zu machen und der Fokus auf die Serviceleistung. Ne? Das ist halt auch mal was ganz anderes. Die sind da nicht irgendwie einfach mal nebeneinander in Bullet Points gelistet, sondern wenn ich hier so sehe, ah, okay, ja, da gibt es irgendwie Maschinen und der bietet irgendwie Lösungen für Kommunen und Garten an, dann wird es aber ab hier mal interessant und dann hat man auch die Hingucker, was gibt es denn da eigentlich alles? Ne? Und da ist man der... Vor allem, was macht die Firma NECAM? Das ist doch die spannende Frage. Genau. Mich ist da, also nochmal, ein Rasenmäher, eine Motorsäge kann ich überall kaufen. Also im Internet, vor Ort beim Baumarkt, aber... Warum soll ich denn jetzt zur Firma NECAM fahren? Warum soll ich da hingehen? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen. Und das sollten Sie so gut wie möglich rüberbringen. Und das können halt auch Icons sein. Klar, ist auch eine gute Möglichkeit, Informationen zu übertragen, zu übermitteln. Und das ist halt einfach wichtig. Konzentrieren Sie sich auf Ihre eigenen Dienstleistungen. Ich meine, das ist ja auch so, bei Gartentechnik kommen, Sie haben den Katalog eh im Rücken, dann haben Sie da ja irgendwo um die 800 Produkte auf Ihrer Website und die Leute finden Sie ja auch darüber. So, die kommen jetzt also von Google und landen irgendwo auf so einem Mähroboter oder Motorsäge oder was auch immer und wenn die dann sagen, oh, das interessiert mich, das finde ich ganz nett, dann klicken die irgendwann auf die Startseite. So, und dann muss auf der Startseite stehen, warum Sie der beste Ansprechpartner sind. Und wenn Sie es richtig gut machen, dann haben Sie dann noch lauter Landingpages, wo Sie die Bereiche Service, Werkstatt, wo Sie die Bereiche die Serviceleistung wie Mähroboterinstallation und so weiter auch nochmal darstellen, damit der Kunde versteht, ah, das machen die auch alles. Ich glaube, dass viel zu viele
Motoristen davon ausgehen, dass der Kunde weiß, was man bei Motoristen kaufen kann. Und ich glaube, das ist nicht so. Das funktioniert nicht. Und hier ist übrigens die Standardversion. Genau. Ich wollte mal, unsere Demo-Seite wird natürlich immer ein bisschen, wie soll man sagen, malträtiert von uns. Und wobei, ich finde jetzt auf den ersten Blick, es ist auch absolut nutzbar, um sich darzustellen. Wir haben ja auch gesagt, die meisten Nutzer kommen natürlich auch irgendwo über Google, aber später, wenn sie halt eben besuchen auf der Webseite, dann ist halt schon die Frage für den Kunden, bei wem bin ich denn da eigentlich? Sie werden ja schon gut gelistet, also sehr gut gelistet, wenn ich eben nach Begrifflichkeiten Rasenmäher, Rasentraktor und so weiter oder nach bestimmten Maschinen suche, dann erscheinen sie in der Regel also im regionalen Kontext auf der ersten Seite. Und dann, ich sehe ja eigentlich schon in den Suchergebnissen, dass das hier nicht einfach irgendwie einer der Standardportale ist, dass es kein Amazon oder kein Hornbach oder kein Bauhaus oder sowas ist, sondern da ist jemand dazwischen, das ist irgendwie eine Adresse und der heißt auch irgendwie Fachhandel oder sowas. Und das ist vielleicht eben, da ist ja schon der Punkt, wo ich mich entscheide zu sagen, ich gehe zu jemandem hin, wo ich persönliche Beratung und sowas bekomme. Das ist ja schon in der Entscheidung beim Klick irgendwo mit drin. Aber dann ist halt die Frage, wie holen Sie den jetzt hier ab, wenn er kommt? Und das kann man klar mit so einer Seite machen, aber so richtig viel sagt die mir halt jetzt noch nicht. Wobei man hier ja schon natürlich anfangen kann mit individuellem Bildmaterial in den Slider drin und auch natürlich einfach mit Informationen. Aber hier kann man halt auch genau sehen, was das Problem ist, weil genau das Foto hier mit diesen Menschen, das ist halt, das sind nicht die Leute, die dort vor Ort arbeiten, also auf unserer Testseite sowieso nicht. Und das macht einen mega Unterschied, weil Sie dürfen ja auch nicht vergessen, jetzt haben Sie vielleicht einen Interessenten aus der Region, der hat Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Also der war nicht bei Ihnen vor Ort im Geschäft, aber da gibt es vielleicht so einen Herbstmarkt oder irgendwelche anderen Märkte. Gut, im Moment Corona-bedingt nicht so viel, aber das ist ja ganz normal, dass Sie draußen sind, auch auf allerlei Gartenfestivitäten und so weiter. Der hat Sie vielleicht schon mal gesehen. Und Menschen behalten sich Gesichter super gut. Ich glaube, wir brauchen nämlich auch keine Präsentation mehr. Ich wollte bloß noch mal... Kurz die müssen was. Die müssen halt unbedingt Sie auf der Website sehen. Und nicht nur Sie, sondern halt auch alle anderen Menschen, die bei Ihnen arbeiten, die regelmäßig Kundenkontakt haben. Das wollte ich jetzt nicht zeigen. Ich wollte nur, weil das, die Seiten von uns kennen Sie ja auch. Wir würden so, wären wir einfach Handel, was wir nicht sind, würden wir so auch nicht aussehen. Ne? Wir würden nicht einfach unser Logo da einbinden, sondern eben das tun, was wir auf den ganzen anderen Seiten eben präsentiert haben, dass dort eben Farbe wiederkehrt, dass dort auch die Typografie, die vielleicht ein Logo schon hat, wieder aufgenommen wird und dass natürlich dann so viel wie möglich individuelles Bildmaterial verwendet wird. Das ist aber übrigens nochmal, also das ist halt auch, es ist ja zum Glück so, dass mittlerweile es ist noch nicht die Mehrheit, aber es ist jetzt auf jeden Fall weit über ein Drittel, glaube ich, unserer Kunden sind jetzt wirklich individualisiert. Es gibt so, ich würde sagen, über die Hälfte ist sogar teilindividualisiert, also das, was du beschrieben hast, mit eigenem Bildmaterial, mit eigenen Texten und so zumindest schon mal. Aber ein Drittel hat auch eine Komplettindividualisierung. Deshalb werde ich dann auch manchmal angesprochen und gefragt, ist das eigentlich auch einer von euch? Und sage ich so, ja, das ist auch von uns, aber da ist halt viel gemacht worden. Und das ist halt auch absolut wichtig, weil die Gründe haben wir jetzt benannt, aber nochmal für Sie die Entscheidung und jetzt gerade in dieser Jahreszeit. Sie haben jetzt ein bisschen Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen. Sie haben Zeit, sich Gedanken zu machen, brauche ich diese ganzen Informationen eigentlich noch auf meinem Logo? Will ich das nicht mal auf meinen Namen, also auf meinen wirklichen Markennamen reduzieren? Das ist eine wichtige Entscheidung, die Sie treffen können. Brauche ich nicht mal eine klarere Farbpositionierung, die ich da halt auch fahren will? Will ich das anpassen oder will ich vielleicht auch zumindest im Web es anpassen? Es ist zum Beispiel so, wenn Sie jetzt grün und orange haben, Sie vielleicht sagen, ja, aber im Web will ich mich lieber stärker auf orange oder auf grün fokussieren, dann nehmen wir das andere nur noch so als Sekundärfarbe, das ist dann nicht mehr so wichtig. Da kann man sich auch weiterentwickeln. Man muss ja nicht sofort alles ändern, weil Ihr Briefpapier ist ja noch da. Ja? Ja. Und das sind halt so die Schritte, die Sie da gehen sollen, aber die, wo Sie sich auch jetzt Gedanken machen können, in Ruhe Gedanken machen können, wenn jetzt die ganze Sache ein bisschen ruhiger wird und Sie dann mit uns zusammen zur nächsten Saison halt einen Relaunch hinlegen und das dann auch wirklich schick aussieht und nicht nur funktional ist. Ja? Das ist ja die andere Sache. Wir haben seit
Anfang 2017 und dann spätestens bis 2018 haben wir jetzt alles umgestellt. Das heißt, alle sind ja auf WordPress, das ist ja alles passiert. Der Container, also da, wo die Produkt, der Produktkatalog, wo das drin läuft, das ist ja bei allen Darlings. Und es funktioniert auch super gut. Sie kriegen dadurch viel Traffic, sie kriegen dadurch die Anfragen. Das ist das, was sozusagen die Kernleistung ist. Woran wir jetzt ja gerade arbeiten, ist etwas, haben wir früher mal gesagt, ist die Kür. Ich sage nur noch mal deutlicher, das ist eigentlich eine Pflicht. Sie wollen das unbedingt haben. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt über 3 Millionen Euro Investitionskosten hier reden. Das war früher das Problem. Früher war es einfach so, vor unserem Umstieg auf WordPress hat eine volle Individualisierung von der Website. Wir haben das gemacht, die lag fünfstellig. Weil da mussten so viele Templates und so viele Sachen verändert werden, dass es einfach fürchterlich teuer war, das zu machen. Hat man irgendwo so, also die günstigste Variante waren dann so 7.000, 8.000 Euro. Und das ist einfach zu viel. Das war einfach eine fürchterlich hohe Investition. Das wollte niemand gehen. Und deshalb haben wir das ja jetzt auch geändert. Das war einer der Hauptgründe, warum wir auf WordPress umgestiegen sind. Und vielleicht erzählst du mal, was es wirklich kostet oder genau, wo die Preisrange ist. Das ist nämlich der Punkt. Also ich wollte, das hast du ja schon jetzt auch erwähnt, ist, man muss ja nicht gleich die ganze Webseite auf den Kopf stellen, sondern man kann mal von oben bis nach unten sich das anschauen und einzelne Elemente umstellen, dass man sagt, okay, jetzt mir gefällt eigentlich der Kopf nicht so gut und das Logo müsste mal neu gemacht werden und vielleicht das Menü auch anders, da schon mal farblich arbeiten. Es ist so, wir rechnen nach Aufwand ab. Und wenn jetzt so eine kleine Änderung halt 2 Stunden dauert, sprechen wir halt von einem Stundensatz von 70 Euro. Und dann können Sie halt einfach schon für wenig Geld, für 1-200 Euro, bekommen Sie einfach schon wichtige Änderungen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen die ganze Webseite neu, sind wir und aber auch, ich sag mal, Agenturen vor Ort, da sprechen wir dann von irgendwie vielleicht 800, 900.000 Euro. Wenn es nur noch mehr ist, sind wir vielleicht auch mal bei 2.000 Euro oder bei 2.500. Das kommt dann einfach tatsächlich auf den Umfang an. Aber in der Regel würde ich mal sagen, die Webseiten, die ich auch Ihnen gezeigt habe, da muss man, also ich weiß jetzt gar nicht, ob da eine davon jetzt vierstellig war, weil die Änderungen überschaubar sind. Also klar, es ist natürlich da auch einiges zu tun. Aber selbst wenn, ich sag mal, die Überarbeitung der Webseite, wenn die 1.000, 1.500 Euro kostet und komplett neu aufgestellt ist, ist das ein sehr geringer Preis, wenn man schaut, was am Markt ist, wobei es jetzt mir nicht darum geht, das zu verkaufen, sondern Ihnen einfach zu sagen, Sie können schon mit wenig Geld starten und mit auch verhältnismäßig wenig Geld bei uns, aber auch bei Agenturen vor Ort dort ganz viel erreichen. Ja, und auch vielleicht nochmal es gibt halt eine Preisfrage, wenn Sie es machen lassen wollen. Aber da ist ja auch nochmal die Erinnerung, Sie können das selbst verändern. Also wir haben Kunden, die ihre Website selbst angepasst haben, selbst individualisiert haben. Das ist dann halt ein Zeitaufwand. Und auch deshalb ist jetzt halt die gute Zeitphase, der gute Zeitpunkt, darüber nachzudenken, zu überlegen, okay, wie können wir das einphasen jetzt in den nächsten 4-5 Monaten, bevor die Saison losgeht, dass man sich erstmal Gedanken macht, das ist der grundlegende Schritt und sich überlegt, was man wirklich verändern will. Und dann können Sie gucken, kriege ich das selbst hin? Es gibt für WordPress unglaublich viele Tutorials, auch auf YouTube, wo man sich anschauen kann, wie kann ich da einzelne Elemente verändern, wie kann ich die Sachen einbinden. Dafür brauchen Sie niemanden, dafür brauchen Sie Zeit. Und wenn Sie kein Geld investieren wollen, aber sagen wollen, ich will was umbauen, können Sie das. Wir haben mit Absicht diese Technologie gewählt, also diese Plattform gewählt, weil sie unglaublich mächtig macht. Sie können die Dinge verändern. Und wenn Sie aber sagen, nee, das traue ich mir nicht zu, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich will da mal reden, dann können Sie mit uns reden, Sie können mit anderen Agenturen vor Ort reden. Freelancer für WordPress gibt es in jedem Kaff. Und das meine ich wortwörtlich. Irgendwer ist immer vor Ort und bietet dafür Dienstleistungen an. Das war für uns mit der wesentlichste Grund, diese Plattform zu wählen, weil sie ist nicht nur sehr flexibel, sondern es gibt überall helfende Hände, die man einspannen kann. Wir machen das natürlich auch gerne und dann ist es halt eine Frage, wie viel soll dann da geleistet werden? Und auch da ist halt immer die Frage, das sage ich halt auch ganz ehrlich, mir ist wichtig, dass Sie da Sachen bei mitnehmen, also zum Beispiel Landingpages.
Da macht es Sinn, wenn wir das zum Beispiel einmal für Sie machen oder Sie auch eine Agentur nehmen und sagen, baut mir mal sowas, damit Sie das Know-how bekommen. Das ist nämlich nicht so trivial, wie das vielleicht klingt und sein mag. Aber wenn Sie es einmal gemacht haben und verstanden haben, wie der Aufbau ist und warum jetzt Leute anfragen, dann können Sie das klonen. Also dann machen Sie das Gleiche für ein anderes Thema. Machen das vielleicht zuerst für Mähroboter und sagen dann so, jetzt mache ich es für die Werkstattleistung oder jetzt mache ich es für den Motorsägenführerschein oder was auch immer, wo Sie sagen, das ist meine Leistung, die will ich stärker nach außen kommunizieren. Und das sind Dinge, die sind meines Erachtens super wichtig, dass Sie das zumindest teilweise das Know-how nach innen reinbekommen, damit Sie schnell und flexibel sich anpassen können und auch einfach Leerlaufzeiten sinnvoll füllen können, indem Sie Ihr Online-Marketing da vorwärts treiben. Ja, ich sage einfach ja. Und am Ende bleibt ein individueller, persönlicher Auftritt hat einen deutlichen Mehrwert. Und für mich als Endkunde allemal, weil Sie wissen es auch, ich kaufe ungern die Katze im Sack. Ich will eigentlich wissen, wo ich kaufe, beziehungsweise wo ich hingehe, wenn ich jetzt vor Ort ein Ladengeschäft besuche. Das interessiert mich schon, weil das ist heute sogar ja noch sensibler, wo man so viel online bestellen kann, beziehungsweise in den Tagen, wo man zu Hause bleiben muss. Wir können anraten oder empfehlen deutlich, Webseiten zu individualisieren. Sie können das bei uns. Wir haben uns alle Mühe gegeben, dass Sie das machen können. Auch für, wie du ja auch schon gesagt hast, für wirklich kleines Geld eigentlich schon. Und ja, was ja auch gesagt, im Herbst, Winter ist die Zeit dazu, sich Gedanken zu machen. Machen Sie sich diese Gedanken. Wenn wir mitten in der Saison sind, wird es schwierig. Wer jetzt was plant, sollte jetzt auch starten. Realisierung der Webseite kann erfahrungsgemäß dauern. Letzter Punkt, den ich dazu gerne sagen müsste. Es ist so, dass sehen wir jetzt, das Geschäft viel, viel länger ist, aufgrund allein schon der Witterung und aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, dass Leute aktiver im Garten sind und da einfach auch mehr Nachfrage entsteht. Sie selber haben kaum Zeit. Das ist eigentlich das Thema. Und wenn ich bei manchen nachfrage, wie sieht es aus, muss ich leider 3-4 Mal nachfragen, ist kein Problem, aber es geht nur darum, Zeit, sowas zu organisieren, ist halt knapp. Und wenn Sie ein Zeitfenster dafür sehen, nutzen Sie das einfach. Das wäre mir persönlich wichtig, weil nicht, dass am Ende dann was bei rauskommt, wo Sie sagen, ja, das ist okay, aber war es noch nicht ganz. Und dann fehlt die Zeit, weil die Saison wieder losgeht. Also insofern, guter Zeitpunkt. Sollte der Laden etwas leerer sein und Sie zwischen irgendwelchen Inventur-, Werkstattprüfungen oder sonst noch was nochmal Luft haben, machen Sie sich einen Kopf, kontaktieren Sie uns gerne. Ich möchte dazu noch eins sagen, weil ich fand deinen Hinweis mega gut vorhin. Testen Sie auch einzelne Sachen. Sie müssen nicht sofort alles machen. Also es reicht auch mal, den Slider zu überarbeiten, dass der mehr Funktionalität hat, vielleicht noch ein paar Buttons und entsprechende Texte, damit das wieder fit aussieht für die nächste Saison. Sie müssen nicht gleich alles machen. Das heißt, das reduziert Ihre Zeit, die Sie dort investieren müssen und wenn Sie Hilfe brauchen, auch das, was Sie an Geld dafür bezahlen müssen. Insofern, das ist wirklich gut. Es muss nicht gleich alles relaunched werden. Gucken Sie sich das an, wo Sie denken, okay, das könnte ein bisschen schicker sein oder da fehlt mir was und fangen Sie da dann an. Am Ende ist es ja so ein bisschen wie ein Haus und wenn einem die Wandfarbe nicht mehr gefällt, reißt man ja auch nicht die ganze Bude nieder. Sehen Sie es mal so und also wenn Sie mal tapezieren wollen im Web, sagen Sie Bescheid, wir sind hier da und renovieren das Ding. Also ich würde sagen, bis zur nächsten Montagsrunde, die Links der Seiten setze ich unter das Video und nochmal zur Erinnerung, Webinar am Mittwoch, 14 Uhr, wir sehen uns.